So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ihr seht schon, beziehungsweise hört es schon, beziehungsweise könnt ihr auch sehen, ich bin immer noch auf der MagicCon und dementsprechend gucken wir uns mit meinem Behelfs-Setup, was ich jetzt verstellt habe, wodurch es komisch wirkt, gucken wir uns mal an, das Secret Lair Goblin Squablin in Rainbow Foil. Machen wir es mal auf. Die Goblin Squablins sind wirklich, wirklich cool. Ich habe da im Podcast mal drüber geredet, mit einem guten Robin Rahn-Grafnicker, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dort mal hingehen und bitte abonnieren, dankeschön. Genau, dann thank you, thank you, thank you. Dann dankt euch auch Wizards, wie ihr sehen könnt. Und das hier ist ein Remake von einer, also es ist kein richtiger Remake. Es gab ja schon mal eine Goblin Secret Lair. Und dieses Goblin Secret Lair, dieses Artwork, das kommt mir unendlich bekannt vor, aber halt nicht von dem Künstler, der das gemacht hat, sondern von irgendeiner Serie. Ich habe irgendeine Serie im Kopf. Niemand konnte mir sagen, welche Serie das war. Dementsprechend schauen wir mal rein. Wir haben auf jeden Fall mal wieder diese Pappverpackung, die ich ja ziemlich gut finde, auch wenn ich immer noch sage, irgendwann wird uns auch die Pappe ausgehen. Gucken wir mal rein. Und zwar haben wir hier den Goblin Lackey. Ist halt ein geiles Artwork. Ein Mana 1-1, immer wenn der im Spieler Kampfschaden zufügt, kann man eine Goblin-Karte aus der Hand ins Spiel bringen. Gab es schon, wie gesagt, den gab es schon aus dem Secret Lair. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Karten, die jetzt das zweite Mal einen Secret Lair Reprint bekommen. Und dementsprechend, ja, kann man sich jetzt entscheiden, welchen von beiden Goblin man spielen möchte vom Secret Lair. Dann haben wir eine Goblin-Matrone und hier diese Art, es kommt mir so bekannt vor, ich kann es nicht mit dem Finger drauf deuten. Goblin-Matrone, zwei farblose, ein rotes, 1-1. Wenn ihr Spiel bekommt, können wir uns einen Goblin aus dem Deck suchen. Auch hier ein Foil. Das Foiling ist sehr, sehr krass dieses Mal. Aber nicht so übertrieben krass, man kann es noch gut lesen, aber man sieht es ganz gut. Dann haben wir Goblin-Recruiter, illegal in Legacy, legal in Commander. Zwei Mana 1-1, wenn ihr Spiel bekommt, kann man eine beliebige Anzahl an Goblins oben auf sein Deck drauflegen. Aus dem Deck. Stark. Haben wir einen Muxus, 6 Mana 4-4, Legendary Creature? Ja, Legendary. Goblin Noble. Und wenn ihr ins Spiel willkommen, können wir die obersten 6 Karten unseres Decks angucken. Und jeden Goblin mit Mana-Kosten von 6 oder von weniger als 6, also 5 oder weniger, ins Spielfeld bringen. Und wenn er angreift, kriegt er bloß 1-1 für jeden Goblin, den wir im Spiel haben. Das ist ein Finisher, gerade mit Goblin Lecke in der zweiten Runde und den rauszuhauen mit einer Goblin-Matrone. Also hier ist ein Legacy-Deck. Das ist ein Legacy-Deck, meine Freunde. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass sie es mit drin haben. Und dann haben wir den Commander, Shattergang Brothers. Ein farbloses, ein schwarzes, ein rotes, ein grünes. Und eine 3-3, die halt sagt, wenn wir ein schwarzes, zwei farblose, opfern wir eine andere Kreatur. Nee, generell eine Kreatur. Und jeder andere Gegner muss eine Kreatur opfern. Dasselbe zählt für ein rotes, zwei farblose für ein Artefakt und für ein grünes, zwei farblose für ein Enchantment. Dementsprechend kann man damit halt wirklich einen coolen Opfer-Commander haben, in Junt-Farben. Ja, wie gesagt, auch hier wieder, die Artworks finde ich sehr, sehr weird. Aber im Commander ist es für mich okay. Ich bin mittlerweile bei dem Punkt angekommen, wo ich sage, Secret Lair, die sind nur noch weird, aber für Commander sind sie okay. Und dann gucken wir uns mal an, was wir haben. Und wir haben einen, Mesmeric Sliver. 4 Mana 2-2, alle Sliver haben, wenn ihr ins Spielfeld kommt, Fate Seal 1. Okay. Ja, die Sliver aktuell auch sehr gehypt wegen dem Sliver Commander Deck. Und ansonsten, ja, wie gesagt, die Artworks, sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Wenn ihr wisst, woher, könnt ihr mir es gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn ihr das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Vielen Dank nochmal, dass ihr es öffnen durfte. Das habe ich, glaube ich, vergessen zu sagen, dass mir das bereitgestellt wurde vom lieben Fabian. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.